Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast. Du hörst Swasta. Das ist dein Podcast, um auf allen Ebenen bei dir zu Hause anzukommen. Mein Name ist Petra Barron. Ich bin Ärztin und ich möchte dir hier ganzheitliche Impulse geben, dein Wohlbefinden selbst in die Hand zu nehmen und deine Gesundheit zu fördern. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Hi, heute, wie ihr seht, habe ich wieder einen Gast im Podcast, nämlich den Volker. Den kennt ihr wahrscheinlich schon aus den anderen. Wer ihn noch nicht kennt, was ich mir gar nicht groß vorstellen kann, bist aber wahrscheinlich schon, wenn man sich mit dem Thema Ayurveda auseinandersetzt, wohl der bekannteste Ayurveda-Koch. Ne? Wir haben gerade schon vorher drüber gesprochen, wie viele Bücher du inzwischen geschrieben hast und schreibst. Ja, also jetzt aktuell auf dem Markt sind 13, Nummer 14 kommt jetzt im November und zwei weitere kommen im nächsten Jahr. Also dann werden es dann bis nächstes Jahr 16. Und ein Spiegel-Bestseller war auch schon dabei, ne? Der war auch schon dabei, ja, Heilsam Kochen mit Ayurveda, mit Dietrich Grönemeyer da zusammen. Das war schon im zweiten Jahr. Volker, du bist auf jeden Fall viel unterwegs in den Bereichen Ayurveda, bist da inzwischen auch wirklich sehr bewandert und versiert. Du machst das ja auch schon total lange, hast den Yin-Yoga-Lehrer bist du auch, ne? Also bist hier ganzheitlich unterwegs. Und wir haben auch schon einige Podcasts zusammen gemacht. Also die findet ihr auch in dem Podcast, in der Liste, beim Volker und auch bei mir. Aber heute habe ich dich nochmal eingeladen für ein ganz spezielles Thema, weil du bist in den letzten Monaten nämlich immer mehr auch in den Klinik- und Hospizbereich vorgestoßen mit der ayurvedischen Lehre. Und das finde ich super spannend, weil man ja erstmal so den Impuls hat, das passt gar nicht so ganz zusammen. Also zuletzt warst du jetzt ja länger im Hospiz auch, hast dort hospitiert und hast da wahrscheinlich ganz schön was umgekrempelt, könnte ich mir vorstellen. Magst du uns erstmal erzählen, wie es überhaupt dazu kam, wie die Idee kam? Wer dich jetzt nicht kennt, kennt ja auch deine Geschichte noch nicht. Ja, also gut, klar, der Hintergrund war in der Familie ja bedingt. Man weiß ja, dass mein Dad, der hatte Knochenkrebs, selten, also Plasmidzytom. Und die Diagnose damals waren eben 6 Monate und da wurden noch 11 Jahre draus aufgrund von verschiedenen ganzheitlichen Therapien. Und das war damals, da war ich 13, als das losging, war so der Wunsch, irgendwann mal, wenn ich groß bin, in Anführungszeichen, will ich mal was tun, um Menschen helfen zu können, die in einer ähnlichen Situation sind. Weil heute ist ja die Versorgung viel, viel besser. 1990 gab es weder Hospize noch eine vernünftige Palliativversorgung. Ja. Da gab es ein bisschen Chemo und so, dann war es das eigentlich. Also wenn du dich nicht selber gekümmert hast, gab es null Support organisiert. Und das ist jetzt schon ganz gut, natürlich über die Hospize und auch die ambulanten Einrichtungen, die ganzen SAPV-Teams, die auch unterwegs sind. Also da hat sich zum Glück ein bisschen was getan. Gott sei Dank, ja. Ja, definitiv. Da hören ja auch noch ganz viele von den Ängsten her. Also wenn ich Gespräche habe und es geht um das Thema, was kann ich denn tun, wenn es dann jetzt nicht mehr heilbar gilt, schulmedizinisch, das ist auch ein Begriff, können wir gleich gerne auch noch drüber sprechen. Da bin ich nämlich ganz empfindlich, das kann keiner in die Zukunft gucken. Aber ich glaube, deshalb war mir jetzt dieser Podcast mit dir auch so wichtig, weil ich glaube, wir dürfen da auch ein bisschen aufräumen mit diesen Vorstellungen, die eben noch aus unserer Kindheit oder aus den 80er, 90er Jahren herrühren. Das ist heute nicht mehr so, ne? Das ist auch deine Erfahrung, die du jetzt gemacht hast, oder? Ja, 100%. Also das war spannend zum einen. Ich wollte ja auch mal rein in die Themen, also nicht nur in die Theorie, mal nach dem Motto, oh, ich habe mal wirksam für Instagram einen Tag in einem Hospiz mal reingeschnuppert, sondern mal wirklich rein und sehen, was da so geht. Deshalb war es ja jetzt auch 6 Monate. Und definitiv, also die Erfahrung schon auch aus der Zeit mit meinem Dad, aber jetzt noch stärker, seitdem ich auch mehr in Kontakt bin mit Hospizen und mit SAPV-Teams, ist das Thema Tod hat immer noch so eine negative Konnotation auch, also diese Angst, man schiebt das weg, also ganz pragmatische Dinge. Wie viele Leute haben keine Patientenverfügung, keine Vorsorgevollmacht?
In wie vielen Familien weiß man nicht, wenn jemand stirbt, Opa, Oma, wo ist pragmatisch der Ordner mit den Versicherungen? So ganz banale Sachen. Ne? Man kümmert sich da nicht drum und schiebt es weg. Also erstmal so die Dinge von der medizinischen Versorgung ganz abgesehen. Und dann ist mir auch aufgefallen, man nutzt das viel zu spät. Also auch die zum Beispiel SAPV-Teams, also ambulante Teams, weil wir immer noch im Kopf haben, man macht es nur die letzten paar Meter, wenn es wirklich ans Sterben geht. Das finde ich auch schön an dem Begriff Palliativ, eben von Pallium, also von dem Mantel. Also es ist ja eine umhüllende Medizin, die in einer ganz besonderen Situation Menschen auf eine ganz besondere Art und Weise umhüllt und versorgt. Und deshalb an der Stelle auf jeden Fall der Appell, sobald eine Diagnose kommt, die etwas schwerwiegender ist, würde ich sofort auch mit der Erfahrung von damals einen Hörer in die Hand nehmen, sofort SAPV-Themen antreten lassen und die weiteren Schritte besprechen, weil man da ganz andere Möglichkeiten hat. Also pragmatisch, die sind von allem auch befreit, die dürfen verschreiben, was sie wollen, auch so ne, lustige Sachen wie Manuka-Honig und so, also im Prinzip alles, was dem Betreffenden dient. Das ist Punkt 1 und dann ist mir auch aufgefallen, auch in Hospizen, auch da geht man oft zu spät. Also das sind stellenweise Gäste bei uns, die sind nur ein paar Stunden, die versterben noch am selben Tag, wo sie dann kommen. Weil oft bei Angehörigen auch so eine Scheu ist, ins Hospiz, Menschen ins Hospiz zu geben, aber auch ins Hospiz zu gehen. Mhm. Weil dann auch so dieses Thema ist, heute ins Hospiz, morgen bin ich dann tot. Genau. Mhm. Es gibt auch immer noch Menschen, die kommen mit komplett anderen Erwartungen, also auch mit falschen Erwartungen, auch von Seiten der Angehörigen. Dann, wenn Vater, Mutter zum Beispiel da liegt, dass dann die Kinder oder Angehörige kommen und sagen, wann kommt denn hier der Arzt und wie geht es mit den Therapien weiter? Also auch so das Thema Klarheit, was nicht so wirklich durchdringt und stellenweise auch bei Gästen. Also es ist ganz, ganz spannend. Es gibt Gäste, habe Menschen erlebt, die sehr klar sind, auch genau wissen, um was es geht, wo man auch direkt drüber reden kann. Und dann gibt es Gäste, die so das Gefühl haben, ja, sie sind hier mal kurz zur Kur und dann gehen sie wieder nach Hause. Also so eine ganz, ganz spannende Mischung, wo du ja überhaupt keinen Einblick bekommst, wenn du Außenstehender bist. Und deshalb war es mir auch so wichtig, da mal reinzugehen und auch pragmatisch zu schauen, was kann man mit Ayurveda machen? Weil man kann natürlich schon sagen, also Hospiz ist so ziemlich der letzte Ort, wo es sich dann nochmal lohnt, die großen Maßnahmen zu ergreifen. Aber das ist ja auch so ein Ayurveda-Ansatz. Was ist groß, was ist klein? Also man kann immer was tun. Ja, und das ist, glaube ich, auch der Punkt, da würde ich gerne nochmal kurz einhaken. Diese, was du jetzt als fehlende Klarheit auch bezeichnest, ja, mit was für einer Erwartung gehe ich da hin, das liegt bestimmt zum einen daran, wie du sagst, weil das Thema einfach verdrängt wird, Sterben und das Lebensende, das ist einfach was, das wollen wir gar nicht wahrhaben. Ja, bis vor gar nicht allzu langer Zeit haben wir die Leute noch ins Bad geschoben im Krankenhaus zum Sterben, so ungefähr, ja, dass es bloß niemanden stört, also schockierend. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass der Weg auch wieder hier, und da kommen wir dann auf den Ayurveda, dass das ein sehr individueller ist. Also ich habe schon erlebt, dass Menschen aus dem Hospiz auch wieder rausgehen, ja, dass das einfach eine kommt Phase mal vor. War, nicht oft, aber kommt vor. Wo man mal loslassen konnte einfach und wirklich wieder auf die Füße gestellt wurde, gerade auch nach schweren Therapien und einem schweren Verlauf. Klar, das ist eher die Ausnahme, das ist logisch. Ja. Das ist eigentlich ja schon so, dass das für viele die Endstation ist. Aber es ist, also ich beobachte das auch, dass da große Hemmung da ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen und dorthin zu gehen. Also man schiebt das immer weiter auf. Und ich erlebe es aber, dass wenn, das interessiert mich jetzt auch, wie du das erlebt hast, dass wenn Menschen dann dort ankommen, dass sie merken, oh, das hätte ich eigentlich echt früher machen sollen. Ja, das ist eine Entlastung für die Angehörigen. Ja, man hat immer Angst, dass was passiert zu Hause und man dann nicht weiß, wie reagiere ich, was kann ich machen. Das sind ja auch teilweise dann beängstigende Situationen, ja. Aber eben auch für die Menschen selbst, weil man wirklich loslassen kann. Und ich habe jetzt bei dir mitbekommen, du hast dann auch mal auf Wunsch gekocht. Ne? Das ist eben ja. Nicht in einem Krankenhaus, sondern
Ja, es ist ein ganz anderer Personalschlüssel. Also bei den Palliativteams, bei den Ambulanten auch, hast du ja gerade schon erwähnt. Da habe ich schon durchaus auch mal gemischte Erfahrungen gemacht, aber ich würde dir vollkommen zustimmen. Abklären, Kontakt aufnehmen, immer. Ja, weil das sind einfach Möglichkeiten. Ob ich die nachher nutze oder nicht, kann ich dann immer noch entscheiden. Aber auch ich würde an jeden appellieren, zu gucken, was kann ich da für mich mitnehmen. Ja. Ja, definitiv. Also das ist natürlich auch das ist eine Erfahrung, die ich heute gemacht habe, dass viele, die haben dann auch stellenweise eine Odyssee durch verschiedene Krankenhäuser hinter sich, Behandlung ohne Ende, so von rechts nach links, rauf, runter, sind völlig durch den Wind, körperlich am Limit, seelisch am Anschlag und kommen dann ins Hospiz. Und können dann erstmal durchatmen und zur Ruhe kommen, weil eben gefühlt nichts passiert, außer ganz viel Zeit für die Gäste auch zu haben. Also es gibt keine invasiven Anwendungen mehr. Also viele, gerade Ältere, sind dann total erstaunt, wenn ich dann ins Zimmer gehe und mich vorstelle und frage, was würden sie denn gern essen? Also Ja. allein so. Ja. Wenn sie die ganze Zeit gehört haben, wir sind doch kein Hotel, ne, in den Ja, Kliniken, genau. das habe ich so oft gehört. Ja. Und dann stellenweise auch spannend, punktuell, so gerade ältere Generationen, denen es schwerfällt, einen Wunsch zu äußern. Also sich was Gutes zu tun, das kommt auch nochmal vor. Also auch dieses Gefühl, wow, jetzt geht es hier ja nur um mich. Also das den Leuten auch zu sagen und zu sagen, ja, wann gibt es denn hier Essen zum Beispiel? Und die sagen, dann, wenn sie was wollen. Also so diese typischen Rhythmen, die man so kennt, man bekommt Essen hingestellt und morgens um 6 wird man geweckt, weil dann man muss halt, ne, geht man durch die Zimmer und so. Wir sagen, wenn sie bis um 10 liegen bleiben wollen und wollen um 10 Frühstück, dann machen wir das so. Oder wenn sie zum Mittagessen irgendwas Besonderes wollen. Und das erlebe ich relativ häufig, dass dann nochmal so ein Aufbäumen oder so ein Durchatmen dann auch kommt, was dann auch punktuell dazu führt, dass Menschen entspannter und befreiter gehen können. Und ich meine, ich habe es jetzt auch nicht häufig, aber schon auch erlebt, dass ein, zwei Gäste dann auch wieder nach Hause zurückgegangen sind, ne? Weil die Diagnose zwar schwerwiegend war, aber jetzt nicht sofort tödlich in nächster Zeit. Sie waren nur schulmedizinisch in Anführungszeichen austherapiert. Und austherapiert sieht mir aus Sicht des Ayurveda ein bisschen anders, weil austherapiert ist mir nicht bis zum letzten Atemzug. Und dass die sich dann so gut erholt haben nochmal, dass die, wie lange dann auch immer, auf jeden Fall dann nochmal ins gewohnte Umfeld zurückgehen konnten. Also das ist so der klassische Gegenentwurf zur Hightech-Apparatemedizin. Also deshalb wird im Ayurveda oder wird Ayurveda im Hospiz ganz stark gelebt, wo es vor allem auch um Hinwendung und sanfte Methoden geht, wo aber ein ganz starker Effekt oft passieren kann. Ja. Wo man einfach auch mal wieder auf die Füße gestellt wird, anstatt den Krebs zu bekämpfen oder was auch immer, ja, was die Ursache ist. Ja. Ja, definitiv. Also es geht im Hospiz wenig um, also von uns, von den Mitarbeitern, auch von den Pflegenden da, es geht nicht um Kämpfen. Ne? Im Sinne, also man muss nochmal alles probieren und hier mit aller Gewalt, da geht es ja gar nicht mehr drum, im Hospiz. Und das kann für viele auch eine Erleichterung dann sein, weil, ne, gerade man, klar weißt du auch, bei Krebs ist immer, man kämpft und man kämpft und man kämpft über Jahre. Es ist so ein, Noch und ja. man führt ständig Krieg, in Anführungszeichen, auch stellenweise gegen sich selber oder gegen den Krebs. Und Ist ja dann ist so eine eine Selbstbestandung. Situation wie Hospiz, wo es friedvoll ist, kann dann wirklich nochmal auf den letzten paar Metern eine Erleichterung bieten für die Leute. Auch Definitiv. eine gewisse Annahme, ne? Also ich glaube, wenn mal der Schritt dann auch gegangen ist, dass man sich dort anmeldet oder dorthin geht, dann ist auch vielleicht für viele das erste Mal die Annahme der Situation, also der eigenen Sterblichkeit, aber vielleicht auch überhaupt erstmal die Annahme der Erkrankung. Ja, also das ist ja auch, also ich hatte ja vor ein paar Monaten mit Kelly Turner auch gesprochen, also diese Radical Remissions, was haben die Menschen gemacht? Wir haben erstmal wirklich
voll angenommen, was jetzt Sache ist. Also voll die Erkrankung angenommen. Und da waren ja viele auch austherapiert und sind heute wieder und noch gesund nach Jahren. Ja, also auch da einfach nochmal, es ist nicht zu Ende, bis es zu Ende ist, aber eben nicht aus dieser Kampfmentalität heraus und dem Müssen, sondern aus der Hingabe, der Annahme und aus dem Innen heraus die Veränderung einfach anzunehmen und zu leben und zu gucken, wie kann ich mit der Situation, die sich ja auch immer wieder neu präsentiert, jetzt gerade am besten für mich umgehen. Und das ist, glaube ich, das, was die Arbeit da auch interessant macht. Wie ist es dir denn gegangen dort, Volker? War es für dich schwer, den Tod da so Auge in Auge zu begegnen? Und ja, teils. Also es, natürlich, es ist immer noch eine, also zum Glück kann man sich davor nicht frei machen. Es ist immer einfach noch eine besondere Lebenssituation, wie aber Geburt auch. Also ich habe jetzt in meiner Zivi-Zeit, mein klar weißt du ja auch von früher, von deiner Vorkarriere quasi, habe auch als Zivi Geburten erlebt und selbst als Unbeteiligter, wo du die Handel nicht kennst und dann erst im OP kennengelernt hast, wenn da halt so ein neues Leben rauskommt, ist das auch berührend. Ja, und Hospiz oder Palliativstation ist halt dieselbe Flur, nur das andere Ende. Wenn ein Leben endet, ist das genauso berührend. Je nachdem natürlich, wie viel Kontakt man hat. Also es war natürlich auch häufig so, dass ich in vielen Zimmern gar nicht drin war, weil wo Gäste nichts mehr essen konnten, macht es natürlich keinen Sinn, dass man von der Küche reingeht und abfragt, ob jemand was essen will. Und dann gibt es natürlich auch schon Situationen, gerade ein Gast, eine Frau, die über mehrere Monate wirklich da war. Also es gibt ja so Menschen, da hast du einen besonderen Bezug. Sie kam im Dezember und ist dann im Februar gestorben und war der Anfangszeit noch relativ fit. Und ich war ja 2 Tage die Woche da und sie saß dann halt von Frühstück bis zum Mittagessen, also von 8 bis stellenweise 1:30, 2 bei mir in der Küche. Und dann baust du natürlich schon einen besonderen Kontakt dann auch auf, weil du auch intensiv natürlich redest. Also das ist auch für Außenstehende seltsam, dass man auch viel lacht. Also wir hatten auch viel Spaß noch zusammen, weil man im Hospiz, man, das weiß ja auch, so in der Situation als Arzt hat man stellenweise einen besonderen Humor mit gewissen Situationen, ob man manchmal am OP-Tisch oder auch in so einer Situation im Hospiz- oder Palliativbereich. Weil das Gute ist, man muss sich keinen Quatsch mehr, nichts mehr vormachen. Ja, ja. Also, und dann wird natürlich auch darüber, über so Dinge nach dem Motto, sie hat sich noch gar keine Gedanken gemacht, was jetzt ihre Beerdigung so anzieht. Oder dass sie sagt, naja, ich will mich da verbrennen lassen. Eigentlich ist es ja völlig ein sinnloses Investment, da Geld für einen Sarg auszugeben und so. Also so Dinge, wo man da noch drüber schmunzelt. Und wenn so jemand dann geht, berührt das natürlich schon. Ja. Also das ist aber auch klar, also für mich zumindest, ich finde es schwierig, wenn man das dann so abschneidet und sagt, man lässt das gar nicht mehr an sich ran, weil wenn man das gar nicht mehr an sich ranlässt, kannst du ja auch nicht gefühlt so die volle hinwenden, da ist immer so eine Distanz zwischendrin. Und natürlich riskierst du auch mal, dass es dich halt wegbläst, wenn so jemand geht, aber dann wären die Begegnungen vorher nicht so intensiv gewesen. Und, genau. Hilft dir da deine eigene Spiritualität? Ja, schon, definitiv. Also das ist dieses, was ich dann persönlich nicht habe, ist natürlich schon der Schmerz über den Verlust, aber nicht so dieses, warum kann Gott es zulassen oder warum, also jetzt so hadern oder verbissen sein oder so. Es ist auch eher im Umgang. Deshalb, ich habe das ja so ein bisschen aufgesogen mit der Muttermilch, im positiven Sinn, so eine gewisse Spiritualität. Und das finde ich auch schon so, zumindest für mich, kann ja nicht für mich reden, aus im positiven Sinne eine gewisse Verpflichtung aus meinem am Glauben heraus, auch eine Hinwendung den Mitmenschen gegenüber auch zu zeigen. Man muss jetzt nicht jeder ins Hospiz gehen, aber
für mich ist es schon so ein Teil auch, finde ich, sonst kann auch Gesellschaft nicht funktionieren in allen Bereichen, wenn man sich auch da um Menschen umkümmert, denen es nicht gut geht oder die im Sterbeprozess sind. Und da hilft mir schon definitiv auch die Spiritualität oder der Glaube zum einen, dass ich weiß, warum ich das tue. Also das Thema persönliche Sinnstiftung. Also dass das auch mir eine Kraft gibt, sonst kannst du ja in so einen Bereich gar nicht gehen. Also wenn du immer die Sinnfrage und warum muss da jemand sterben, dann darfst du nicht ins Hospiz gehen. Also bei all dem noch auch was zu erkennen und dann auch für die Menschen da zu sein, weil die brauchen dann ja auch jemand in der Situation, der einen guten Umgang damit hat. Also deshalb ist es ja oft so, ist für Angehörige natürlich nochmal viel, viel schwieriger. Und deshalb sind auch stellenweise Angehörige oft nicht so die große Stütze, weil es dann wird sehr emotional und dann wird Der eigene loslassen. Verlust, genau, Voll. der eigene Verlust, der dann da im Vordergrund steht, ne? Da geht es dann auch ganz stark darum, natürlich potenziell betrauert man auch denjenigen, der geht. Also ich kann mich auch an eine Situation erinnern, das war auch ganz, ja, ganz bewegend oder tragisch, je nachdem, wie man es sieht, war auch ein Gast, eine Frau mit einer Krebserkrankung. Und der Mann war, glaube ich, die war eine Woche bei uns, der ist eine Woche lang nicht vor die Tür gegangen. Und dann war draußen ein bisschen Sonnenschein, saß er bei mir in der Küche. Und da habe ich ihn nur gefragt, ob er dann nicht mal so ein Espresso wollte, um sich rauszusetzen in die Sonne. Und da sagt er, oh, ich bin noch nicht so weit. Ne, nach dem Motto, was ist in dem Moment? Ich gehe jetzt vor die Tür und dann stirbt meine Frau. Und dann natürlich, das sind dann auch schon so intensive Momente, mit so jemandem dann auch zu sprechen. Und da habe ich ihm dann auch gesagt, also ich glaube, sie war jetzt Tag und Nacht bei ihrer Frau. Ich glaube, es wäre für ihre Frau auch okay, wenn sie sich mal 5 Minuten in die Sonne setzen. Und da geht es dann nicht mehr gefühlt um den Betroffenen, weil sie war sowieso schon im Prinzip im Koma. Das ist ja so die eigene Angst nach dem Motto, auch von Schuld, ich kann doch nicht meine Frau in Stich lassen. Wobei in der Situation, er hilft ja seiner Frau nicht, indem er sich bis zur Erschöpfung quält, keine Nacht schläft und sich nicht 5 Minuten für ein Espresso nimmt. Also damit. Ja, da sind wir wieder auch bei so einem Paradigma, ne? Wir haben ja irgendwie, ich erzähle das immer wieder, aber die höchste Stufe der Liebe ist nicht wirklich die, ich opfere mich komplett auf, sondern ich sorge für mich, damit ich aus dem Vollen für dich da sein kann und nicht ein Wrack bin und an dir klammere letztendlich, ne? Ja, also Das es ist ist. also kein Vorwurf, keine Wertung, Nee, auf aber keinen da dürfen Fall. wir uns neu aufstellen, ja. Das ist ja, Auch man was sieht du es dann gerade, noch. ja, Ne? was du gerade gesagt hattest, also was du gesagt hast, was dir geholfen hat, das ist im Prinzip ja auch genau das, was wir in der Gesundheitsforschung, in der Salutogenese sehen, ja. Diese Sinnstiftung, das Ganze hat einen größeren Sinn. Ich kann es handeln und ich habe eine Art, wie ich damit umgehen kann. Ich weiß, wie ich die nächsten Schritte gehen kann. Und das gilt ja nicht nur für die Arbeit im Hospiz, sondern das ist ja tatsächlich was, was eigentlich für unser Leben allgemein ja immer wieder gilt, ne? Und wo wir uns auch klar machen dürfen, wenn wir uns die Frage stellen, wie kann Gott das zulassen, dass da Menschen sterben oder dass überhaupt irgendwas passiert, wie kann der Staat das zulassen, wie auch immer, ja, dass irgendwas ist, dann machen wir uns zum Opfer, weil in dem Moment habe ich nicht das Gefühl, ich bin in meiner Schöpferrolle oder in der Handlungsfähigkeit. Und da, das ist ja immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch in meinen Kursen und ich denke bei dir auch, ja, in den Büchern. Und ich glaube, da können wir auch wieder gut den Bogen schlagen zum Ayurveda, weil, also es klingt jetzt, als hätten wir noch gar nicht über Ayurveda gesprochen die ganze Zeit, aber eigentlich ist alles, was du gesagt hast, ist Ayurveda. Ja, es ist die Weisheit, die Wissenschaft vom Leben. Ja, und auch vor allem ganz viel Anerkenntnis. Also es gehört auch dazu, weil das ist definitiv eine Erfahrung, die Natur ist am Ende immer stärker. Also bei allem Zaudern, Festhalten und Hadern, am Ende ist es dann doch, dass die Natur ihren Weg geht. Und das ist, man, das kann ja dann auch im positiven Sinn dann auch sein, ob man das jetzt gut findet oder nicht, dass man geht, ändert jetzt nichts an den Tatsachen, dass es so kommen wird.
Und dann ist die Frage des Umgangs. Ja? Und das ist natürlich ganz, ganz viel. Ayurveda, weil ne, das sagst du, das sage ich immer, also Ayurveda ist auch das Gefühl, verbunden zu sein und eingebunden zu sein in die Natur, dann aber in letzter Konsequenz. Heißt, in der Natur entsteht was und in der Natur vergeht auch was. Also es ist ja nicht nur dazu da, ne, Ayurveda, Kraft der Natur, dass man damit Blähungen zum Verschwinden bringt und dann das Golden Milk lecker schmeckt. Kann man aber auch. Kann man auch, aber da gehört einer noch ein bisschen mehr dazu. Ne? Also im Gesamtkontext ist das auch, wenn du dich reinfallen lässt in das Spiel, was wir Leben nennen, dann ist auch das ein Bestandteil. Und abgesehen davon, es weiß ja keiner, ob es schlimm ist. Also wir haben ja auch keine Erinnerung, bevor wir auf die Welt gekommen sind. Also dadurch, dass noch keiner zurückgekommen ist und gesagt hat, wie es denn ist, ist die Chance 50-50. Ja. Ja. Wir können uns im Prinzip da nur an kleinen Brücken festhalten, also über die Hypnotherapie zum Beispiel, wenn man das mal selbst erfahren hat, das ist schon eine beeindruckende Sache, auch wenn man eine Rückführung mal durchführt oder eben, wenn wir uns die Forschung zu Nahtoderlebnissen anschauen. Ich weiß, das wird immer schnell abgewiegelt, als das ist das letzte Feuern vom Hirn, das macht aber überhaupt gar keinen Sinn, also weder wissenschaftlich noch sonst wie, es ist was anderes, ja, also ist ob es nachher das ist auf der anderen Seite, das kann natürlich keiner abschließend sagen. Wie du sagst, es ist noch keiner ganz zurückgekommen sozusagen oder war ganz weg. Aber dann ist es was, wo wir vielleicht auch mehr hingucken dürfen. Und auch das ist ja in diesen alten, vor allen Dingen, denke, wir hatten das auch, ja, dass in unseren alten Weisheitskulturen, aber wir haben halt die Überlieferungen nicht mehr so stark wie im asiatischen Raum. Auch diese Dinge sind ja im Ayurveda wiedergespiegelt. Aber ich würde jetzt doch gerne noch mal ganz praktisch darauf eingehen, wie wurde denn aufgenommen, wenn du da jetzt mit ayurvedischen Gewürzen und mit wie auch immer, wie hast du es denn angeführt? Ja, schön, dass du bis hierhin zugehört hast. Du merkst selber, es geht hier noch weiter. Ich habe sozusagen einen Cliffhanger eingebaut, aber es war eben ein sehr langes Gespräch und das möchte ich dir jetzt nicht in einem Rutsch zumuten. Ich werde dir aber den zweiten Teil dann schon die nächste Woche einspielen. Da geht es dann wirklich ganz praktisch darum, wie Volker den Ayurveda hier in diesen doch sehr medizinisch geprägten Bereich eingeführt hat und wie er aufgenommen wurde damit und was du natürlich auch selbst für dich machen kannst mit dem Ayurveda. Wenn du jetzt bei den Themen, die wir gerade besprochen haben, Lust gekriegt hast, da irgendwie oder das Bedürfnis vielleicht eher bekommen hast, da ein bisschen tiefer einzusteigen, dann findest du auf meiner Seite, ich verlinke dir das auch drunter, unter Für dich, also da sind alle Sachen drin reingepackt unter dem Reiter, wo du für dich ganz umsonst auch schauen kannst, was noch so da ist, Meditationen, aber eben auch Buchtipps, Büchertipps und da kannst du gerne auch nochmal reinschauen, da sind noch interessante Dinge zu diesem Thema mit drauf. Und ansonsten lade ich dich natürlich herzlich ein, nächste Woche wieder zuzuhören, wenn es weitergeht mit Volker und seinen Erfahrungen im Hospiz und ja, wie du den Ayurveda nutzen kannst. Bis dahin, alles Liebe! Ja, schön, dass du bis hierher dran geblieben bist. Ich hoffe, ich konnte dich ein Stück weit inspirieren und würde mich freuen, wenn du mir ein Feedback oder ein Abo hinterlässt, falls es dir gefallen hat. Wenn du tiefer in die Gesundheitsthemen einsteigen magst, dann melde dich gern bei mir oder schau einfach auf meiner Seite vorbei. Das ist www.drpetrabaron.de. Alles ein Wort, Doktor einfach nur DR und Baron ist wieder Baron mit Doppel-R in der Mitte. Ich fände es schön, wenn wir uns auch in der Zukunft wieder begegnen würden, entweder hier oder live. Herzlichst, deine Petra.